Ich freue mich sehr auf einen erfolgreichen Parteitag mit vielen Inspirationen, tiefschürfenden Diskussionen, nachdenklichen Redebeiträgen und witzigen Momenten. Danke. Da ich nicht so häufig die Gelegenheit bekomme, Reden zu halten, ohne dass mich jemand davon abhält, habe ich eine circa zweistündige Rede vorbereitet, damit ihr euch schon mal in Ruhe alle Anträge durchlesen könnt. Dafür habe ich natürlich schon ein bisschen recherchiert. Ich fasse mich kurz. Fakt ist, der Name der Stadt Bottrop leitet sich aus dem mittelalterlichen Borthorpe her, was so viel heißt wie ein Dorf am Hügel. Eine erste Erwähnung des Namens einer Siedlung fand erstmals im Jahre 1092 in den Besitzregistern des Klosters Werden statt. Damit ihr das nicht ausrechnen müsst, die Stadt ist 921 Jahre alt. Ich persönlich finde, die Beschreibung Dorf am Hügel passt sehr gut zu uns als Piratenpartei. Wir sind eine sehr kleine Partei, also quasi ein Dorf. Und als Hügel würde ich die Arbeit betrachten, die vor uns liegt. Sie ist kein Berg, sie ist auch kein Himalaya, denn wir sind ja schließlich nicht größenwahnsinnig. Wir wollen nicht die Weltherrschaft, wir wollen wirken. Ein einstiger Wahlspruch von uns war und ist weiterhin Politik aus Notwehr und nicht wir machen Politik für die größten Autohersteller der Welt. Wir haben eine winzige Parteikultur, die wir pflegen und weiterentwickeln müssen. Dazu gehört auch, in der Partei aufeinander zuzugehen. Politisch und in der Kommunikation. Unsere Aufgabe in den nächsten Jahren wird es sein, diesen kleinen Hügel neben unserem kleinen Dorf zu kultivieren. Und ich fordere euch alle dazu auf, schnellstens damit anzufangen. Ich stelle jetzt drei Punkte auf, die auch durch viele Blogposts gegeistert sind, die nach der Bundestagswahl überall aufploppten. Dabei wurde viel geschrieben, aber noch wenig getan. Und es kam in jedem Blogpost mindestens einmal der Satz oder der Spruch vor, wir müssen dies und das tun. Ich sag's mal mit dem ersten Punkt. Wir haben kein Gesicht. Wir brauchen unsere Köpfe und unsere Köpfe brauchen uns und unsere volle Unterstützung. Ist es euch aufgefallen? In den letzten anderthalb Jahren war es oft ein wir hier und die Fraktion dort oder wir hier und die Basis dort oder wir hier und der LAFO dort, je nach Blickwinkel. Können wir damit bitte aufhören? Danke. Wir drehen uns um uns selbst und wenn wir das nicht begreifen. Unsere Ideen, unsere Fragen stehen im Mittelpunkt. Und eben genau die Piraten, die dazu bereit sind, sie in der Öffentlichkeit zu vertreten und zu stellen, gehören zu uns in unseren Kreis. Sie sind unter uns, sie sind Proxys und keine Blitzableiter. Die meisten Menschen wählen eine Partei aufgrund von Sympathien und Antipathien. Und diese werden auch durch die mediale Präsenz einer kleinen Zahl von Repräsentanten und den Transport durch Journalisten vermittelt. Politik ist nicht nur eine Wissenschaft, sondern vor allem eine hochemotionale Angelegenheit. Und diese Emotionen gilt es zu wecken. Bitte. Der zweite Punkt. Wir haben kein Konzept. Erst wenn unsere Themen so knapp formuliert sind, dass es uns physisch wehtut, verstehen die Leute uns. Ich habe 2 Monate vor der Wahl in völliger Betriebsblindheit gemeinsam mit Britta Stephan und Jens Ballerstedt die 13, ja in Worten 13, eine unglaubliche Zahl Bundesthemenflyer Korrektur gelesen, lektoriert und redaktionell überarbeitet unter einem enormen Zeitdruck. In diesem Bild steckt so ungefähr alles das drin, was unsere Probleme sind. Betriebsblindheit. Können wir bitte damit aufhören? Danke. Wir wollen es allen recht machen, vergessen aber den Wähler und seine gezwungenermaßen medial und informell überladene Welt. Der hat keinen Bock, Quadrillionen Positionen der Piratenpartei zu lesen. 3 klare Ansagen, zack, kurz fassen.
Mal davon abgesehen, dass wir einige Wahlversprechen einfach noch nicht eingelöst haben. Das mit dem Hügel und mit dem Dorf von vorhin, ihr wisst schon. Können wir das in Zukunft bitte bedenken? Danke. Der dritte Punkt, und damit komme ich dann auch zum Ende, wir haben keine Macht. In der Politik geht es aber um Macht und ihre Verteilung. Politik lebt von Mehrheiten und der Beschaffung von Mehrheiten. Und wenn es nur zwei Stimmen sind, dann hat man alles richtig gemacht. Und erst wenn wir aufhören, Politik nur zu spielen, werden wir anfangen, auch Politik zu machen. Dazu gehören zum Beispiel auch politische Vorstände, weniger Paranoia untereinander, mehr Vertrauen ineinander und ein beherztes Angreifen an den Stellen, wo es nötig ist. Macht bitte alle mehr die Klappe auf und mischt euch politisch ein. Bei all dem können wir nämlich trotzdem weiterhin Piraten sein. Denn für diese Politik lohnt es sich zu kämpfen. Kämpft mit. Ich danke euch.